Leute, der Luki hier. Herzlich willkommen wieder auf dem YouTube-Kanal von MyProtein. Heute geht es um meine Lieblings-Snacks. Mit der Zeit hat man so die ganze Snack-Palette durch bei MyProtein. Ist ja echt richtig, richtig viel im Angebot. Und dann hat man auch so seine Favoriten einfach. Und die stelle ich euch heute mal vor. Hier diese Select-Box, da habt ihr eigentlich alles drin an Snacks und wie gesagt, jetzt ein paar ausgewählte Sachen von mir. Wir fangen an mit Nummer 1, also dies ist jetzt nicht nach der Reihenfolge, nicht nach Rangliste, sondern die sind alle einfach so meine Favoriten. Der Protein Pudding und zwar im Geschmack Vanille. Der hat, glaube ich, so ein Becher hat 135 Kalorien, glaube ich. Ihr habt eine ordentliche Menge an Protein und das Zeug schmeckt einfach so geil. Also es ist echt Suchtfaktor. Der Suchtfaktor ist echt extrem hoch und ich liebe die Teile. Also wenn ich mir, die kann man sich in so einer Box bestellen, wenn ich mir die bestelle, dann halten die nicht lange bei mir. Okay, was ebenfalls richtig, richtig lecker ist, sind diese Proteinwaffeln. Chocolate-Haselnuss-Geschmack finde ich richtig gut. Ich finde Vanille auch geil. Schoko ist auch gut. Also die kann man sich eigentlich alle gönnen. Wir haben hier pro Waffel 197 Kalorien. Und wir haben auch ein bisschen mehr Fett. Also die Waffel, dieser Packen hier hat 9,3 Gramm Fett. Also dementsprechend schmecken sie aber natürlich auch richtig, richtig gut. Kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Dann, glaubt noch gar nicht so lange im Sortiment, der Pro Bar Elite. Und da finde ich diesen Karamellgeschmack so geil, weil der eben unter der Schokolade so ein Karamell, so eine Karamellschicht hat. Und ey, ich sag's euch, das ist echt richtig lecker. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja im Moment gerade auf Diät. Ich bereite mich für die FIBO vor. Und solche Snacks, die machen mir das nicht leichter, weil das ist einfach so lecker. Und wenn man was im Haus hat, ist die Versuchung eigentlich relativ groß, dass man sich da einfach schnell was packt und aufmacht und isst. So, wir haben jetzt hier pro 70 Gramm, lasst mich kurz schauen, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle, 238 Kalorien, also schon relativ viel Kalorien. Wir haben 7,3 Gramm Fett, also ja, das ist okay, finde ich. Und wir haben 26 Gramm Eiweiß mit diesem Riegel. So, dann. Jetzt kommt wirklich auch was richtig Leckeres. Und zwar der Protein Brownie. Der schmeckt so schon lecker, wenn man ihn einfach so isst. Aber als Geheimtipp, packt ihn euch auf einen kleinen Teller und dann in die Mikrowelle für, keine Ahnung, müsst ihr nicht lang, also es darf nicht zu lang sein, es geht echt schnell, dann wird der so richtig weich und dann haut ihr euch da noch den Sugar-Free Butterscotch Sirup drüber und ihr dankt mir später. So, Protein Chops, die habe ich das erste Mal, die waren ganz neu im Sortiment, das war 2000, wann hatte ich denn das Fotoshooting in UK? Ich glaube 2015 war das in UK, Fotoshooting für MyProtein und da waren die ganz neu und wir Athleten wurden halt da so, wir durften uns so Snacks nehmen, da standen so Pakete rum und da habe ich das erste Mal diesen Protein Chocks in Karamell Peanut gegessen. Der war jetzt leider ausverkauft, ich habe jetzt hier den Cookies and Cream, der ist auch lecker, aber mein Favorit ist wirklich der Karamell Peanut. Und ich war halt voll im Diätmodus und natürlich, da schmeckt dann ja alles nochmal 10.000 Mal geiler, aber ich weiß noch, ich stand da und mach den so auf und beiß da rein und es war echt, es war ein Mundorgasmus, wie man so sagt. Dann noch hier die Pro Milk, das ist so eine Proteinmilch, die schmeckt mir auch sehr, sehr gut, vor allem der Geschmack Erdbeer. Gerade diese ganzen Snacks ist halt geil, man kann sie halt einfach mitnehmen für unterwegs. Es geht schnell, jetzt wenn jetzt jemand in der Schule ist zum Beispiel und jetzt irgendwie keinen Bock hat, ständig vorzukochen, aber halt einen Snack haben will, ist das halt richtig gut. Hier haben wir auf 100 Milliliter 44 Kalorien, 0,2 Gramm Fett, also wirklich low, low Fett und 10 Gramm Protein. Also ihr trinkt hier eigentlich pures Protein, gekühlt, nochmal ein Stück leckerer. Ich denke, das war es jetzt soweit. Das sind so meine
wirklich meine Favoriten. Wie gesagt, jetzt auf Diät, das ist echt, ich bin jetzt auch gerade, ich komme gerade vom Cardio-Training und wenn ich das jetzt hier so sehe, dann, oh Mann, ich glaube, ich gönne mir da auch noch was davon. Ich glaube, ich mache mir den Protein-Brownie in der Mikrowelle und vielleicht den Pudding dann noch dazu. Ja, schreibt vielleicht mal in die Kommentare, was so eure Lieblingssnacks sind. Und ansonsten kann ich euch nur diese Select-Box empfehlen, weil da habt ihr ganz, ganz viel Zeug drin, ganz viele Snacks und da könnt ihr euch dann mal durchprobieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann wieder stehen heute Abend und bleib on track, was meine Diät betrifft. Und ja, vielleicht konnt ihr euch ein bisschen eine Anregung geben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, ciao.